Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live hier auf meiner kleinen Baustelle für euch an einem Samstag mit keinem Videotagebuch. Ja, wir befinden uns in Woche Nummer 3 unseres Baustopps, der immer noch aktiv ist. Allerdings gab es ein paar Interaktionen mittlerweile mit dem Bauamt. Mal schauen, das erkläre ich euch gleich mal so ein bisschen, was da bisher passiert ist. Und dann würde ich sagen, machen wir heute noch so ein kleines, naja, so ein bisschen, reden wir mal ein bisschen drüber, wie das so ist in Deutschland mit dem Baurecht und den Bauämtern und den ganzen Fallstricken, denen man als Bauherr so gegenübersteht, wenn man halt so eine etwas größere Sanierung plant oder durchführt. Ja, da lese ich in den Kommentaren immer mal so ein bisschen Missverständnisse und ich würde sagen, ich habe mir so ein paar Sachen auf den Zettel geschrieben heute mal, die gehen wir mal durch und schauen mal, wie das so mit dem Bauen in Deutschland so aussieht. Von daher sage ich mal jetzt an der Stelle, quatsche ich gar nicht lange, sondern wünsche ich viel Spaß beim Anschauen. Also, ist wie immer, ne? Wenn du über Baurecht sprichst, dann setze dich besser hin. Also, ich habe heute übrigens einen kleinen Spickzettel gemacht, damit ich das möglichst kompakt kriege, ohne viel Geschwafel drumherum und ja, idealerweise auch die Fragen beantwortet kriege. Erstmal kurz vorweg, was einige gefragt haben oder was überhaupt aufgefallen war. Ich hatte ja erwähnt, ich habe jetzt hier eine neue Kamera, die ich benutze für solche Aufnahmen. Und ja, da ist viel aufgefallen. Mensch, das Bild ist ja wirklich sehr viel besser. Erstmal Dankeschön für das Feedback. Ich selber, was ich ja meinte, ich bin jetzt nicht so kameraaffin. Ich sehe schon so einen kleinen Unterschied. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich einen großen, ja, einen großen Effekt hat, aber ihr habt es ja zum Teil bestätigt. Also nur zur Frage oder zur Info, das ist eine Canon EOS R50, die ich mir da, naja, geleistet habe. Ne, wie gesagt, gebraucht, gekauft von so einem Fotoenthusiasten, der sich was Besseres zugelegt hat. Das ist so die Einsteigerklasse in diese Systemkameras. Aber wie gesagt, so fotomäßig oder videomäßig macht die schon ganz nette Aufnahmen. Da muss man natürlich auch ein bisschen mit umgehen können. Ich bin jetzt hier noch so in den Standardeinstellungen unterwegs. Da kannst du noch viel geilere Sachen mitmachen. Aber das muss ich selber erstmal so ein bisschen mit reinfuchsen. Naja, das jedenfalls hier zur Kamera. So, dann steigen wir mal ein. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Fangen wir erstmal an. Zum aktuellen Stand vielleicht von unserem Bauantrag. Das Ganze ist ja so ein elektronisches Verfahren. Und das ist auch wieder so geil, du hast das dann elektronisch, also du hast alle Unterlagen, die du machst, müssen halt digitalisiert werden und müssen dann hochgeladen werden in so ein Webspace, nenne ich es jetzt einfach mal, vom Bauamt. Und da hatte ich natürlich bislang schon immer einen und immer wenn irgendwas war, wenn das Bauamt dir einen Antrag zugeschickt hat oder sonst irgendwas, dann hast du den praktisch elektronisch gekriegt. Zur Info oder sonst irgendwas, außer natürlich solche wichtigen Schreiben wie Baustopps, die kommen natürlich trotzdem noch per Post, ja. Aber sonst läuft das alles über dieses elektronische Ding. Und das ist eigentlich ganz angenehm gewesen, weil so zum Beispiel der Statiker oder der Architekt einfach von sich zu Hause aus die Sachen hochladen konnte, ohne dass wir da groß irgendwelche Sachen hin und her schicken mussten. Alles soweit so gut. Also, was jetzt passiert ist, in der letzten Woche ist ein neuer elektronischer Bereich für mich eingerichtet worden, für die Änderung zum Bauantrag. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich kenne mich jetzt mit diesen ganzen Verfahren nicht so aus. Ich verstehe eigentlich den Bauantrag oder die Baugenehmigung, die ja schon besteht, und einen Nachtrag dazu, dass das in dem gleichen Bereich läuft, aber offenbar ist das nicht so. Es gibt jetzt einen neuen Bereich. Jetzt will ich natürlich nur hoffen, dass wir jetzt nicht wieder ganz von vorne anfangen. Ja? Schauen wir mal. Das ist jetzt so ein bisschen, das ist ja auch alles ohne Kommentar. Witzig ist aber, um daran teilnehmen zu dürfen, musst du eine Vollmacht unterschreiben. Die musst du richtig noch ausdrucken, unterschreiben, einscannen und wieder hinschicken. Ja? Und die muss ich unterschreiben, die muss der Architekt unterschreiben und so weiter, ne? Weil der ist ja dann vorlageberechtigt und. Ja? Und dreimal dürft ihr raten, also die habe ich natürlich per Post gekriegt, ne? Und zwar eine Woche nachdem das alles schon eingerichtet war. Das sind auch immer so die Dinger, ne, wo ich immer ein bisschen lächeln muss. Das Bauamt kommt halt nicht ohne echte Briefpost aus, geht nicht, ne? Das war alles schon elektronisch erledigt, unterschrieben, hochgeladen, schon eine Woche vorher und eine Woche später kriege ich dann tatsächlich das Ganze nochmal per Post zugeschickt. Ich möge mich da bitte anmelden, naja, ich hoffe mal, dass das trotzdem jetzt läuft. Und ja, das sind allerdings auch schon die ganzen Neuigkeiten gewesen. Also es geht zumindest voran, es ist mein Antrag angelegt worden, der wird jetzt geprüft. Naja, und dann schauen wir mal. Ich werde mal sehen, vielleicht in der nächsten Woche werde ich da mal anrufen und mal vorsichtig nachfragen, wenn ich einen erreichen sollte, wie wir denn da jetzt vielleicht ja mit so einer kleinen Genehmigung für unser Fachwerk oder so weiterkommen. Ja, und dann geht's mal los hier auf meine Spickliste. So ein paar Sachen aus den Community-Fragen vom letzten Video. Jetzt kommen wieder neue Leute auf den Kanal, die fragen natürlich, warum reißt du die scheiß Bude nicht ab und baust du einfach neu? Ein wichtiger Punkt, den man dabei beachten muss, dieses Haus hier steht im Außenbereich. Ja, das ist der Außenbereich nach § 35 im Baurecht.
Und der Außenbereich, das ist auch Landschaftsschutzgebiet. Hier dürfen die Häuser zwar stehen, die haben einen Bestandsschutz, aber sobald du an so einem Haus im Außenbereich größere Änderungen vornimmst oder einen Ersatzneubau machst sozusagen, dann erlischt praktisch dieser Bestandsschutz nach Baurecht, dann ist der weg und dann darfst du das Haus nur noch abreißen. Dann kriegst du vom Bauamt eine Abrissverfügung zugestellt und das ist praktisch der absolute Super-GAU, weil das heißt, du hast ein Haus mit Grundstück, alles gekauft, jetzt ist das Haus verfallen von seiner Genehmigung her, du kriegst es aber auch nicht wieder genehmigt, das heißt, das war's, du hast nur noch eine grüne Wiese. Herzlichen Dank. Deswegen, das ist im Außenbereich extrem gefährlich und das muss man unter allen Umständen vermeiden und deswegen ist es nicht möglich, einen Ersatzneubau zu bauen, also ich kann dieses Haus nicht abreißen und neu bauen. Es ist auch nicht möglich, dieses Haus umzubauen, ne? Also jetzt die Wohnfläche zu vergrößern oder sonst irgendwas. Das ist alles geschützt. Das Haus darf nur so, wie es ist, saniert werden oder restauriert werden. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Alles andere ist im Außenbereich nicht möglich, es sei denn, es geht um privilegiertes Bauen. Das sind dann zum Beispiel Landwirte und so weiter. Die können im Außenbereich noch einen Stall oder sonst irgendwas bauen. Das ist aber privilegiertes Bauen. Als normaler Bürger gehörst du da nicht mit rein. Das heißt, du wirst geduldet. Dieses Haus wird geduldet, solange wie es steht. So, und das ist ganz wichtig zu wissen. Abreißen, neu bauen ist daher keine Option. Damit kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Was viele gesagt haben, ja, Fachwerker, du weißt das doch selber hier mit dem Unterfangen von den Schwellen und so weiter. Warum hast du das nicht in den originalen Bauantrag mit aufgenommen? Nun ja, erstmal der originale Bauantrag, der war natürlich nur für das Dach gedacht. Die Fachwerkarbeiten sind bauantragsfrei. So, dass wir jetzt natürlich über diese paar Zentimeter noch sprechen, die ich dann neu unterfange. Ja, okay, das habe ich jetzt vielleicht nicht so eng gesehen. Das Bauamt sieht es allerdings so eng. Für mich gehört das irgendwie mit ein bisschen zur Fachwerkarbeit, weil das Fachwerk kann ja nicht in der Luft schweben. Das muss ja irgendwo drauf stehen. Ja, also von daher, so weit, so gut, kann man drüber streiten. Wie auch immer. Aber man muss auch aufpassen, wenn du einen Bauantrag stellst und das Haus steht im Außenbereich, dann kriegen die auf dem Bauamt schon solche Ohren bzw. solche Augen, weil dann passen die ganz genau auf, jede Änderung ist ja generell untersagt. Und wenn du zu viele Änderungen in deinem Bauantrag drin hast und zum Beispiel das Unterfangen der Schwellen wäre ja eine Änderung und du hast zu viele Änderungen summiert, das heißt, wir haben hier jetzt schon unseren Bauantrag, da ist schon das Dach komplett neu, wir haben hier so ein paar Türen geändert und ein paar Wände umgestellt und so, ja. Und dann kannst du es da an der Stelle schon überreizen. Und wenn da zu viele Änderungen drin sind, dann ist das ja offiziell festgehalten in deinem Bauantrag. Dann kann es eben sein, dass die dir sagen, alles klar, hiermit unterstelle ich ihnen, dass sie einen Ersatzneubau machen wollen und damit kriegen sie jetzt eine Abrissverfügung, wenn es da keine andere Möglichkeit für gibt. Wenn ich zum Beispiel sage, das Dach, das war eine echte Gratwanderung, zu sagen, das Dach lohnt sich nicht zu sanieren, weil der Aufwand viel zu groß wäre und wir müssen es daher neu bauen. Da habe ich mehrere DIN A4 Seiten hingeschickt, um das Ganze plausibel zu erklären. Das hat eine Menge Abstimmung und sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert, dass die uns da keinen Strick draus drehen und sagen, okay, wenn das mit dem Dach anders nicht möglich ist, dann können sie das Haus abreißen. Das hätte passieren können, das war so echt gefährlich. Und ist ja zum Glück alles gut gegangen, deswegen bin ich ja auch so zufrieden, dass die gesagt haben, okay, wenn du das Dach genauso aufbaust, wie es vorher auch war, und das ist ja mein Plan, ich will da jetzt hier nicht irgendwie, eine andere Dachform von machen oder so, habe ich ja alles gar nicht vor, dann geht das auch einigermaßen, dann ist das ganz gut. Aber trotzdem muss man aufpassen, dass in den originalen Bauantrag nicht zu viele Änderungen drin sind. Und viele Dinge sind ja auch im Nachhinein erst aufgekommen, muss man ja auch sagen. Also da muss man ja die Zeit mit reinrechnen, dass das ja auch über Jahre jetzt gelaufen ist und immer wieder irgendwo machst du eine Kleinigkeit auf und müsstest theoretisch jetzt dafür einen Bauantrag stellen. Ne, so machst du an der Stelle nicht, was ich letztes Mal schon sagte. So viele Änderungen, so viele Sachen kriegst du halt gar nicht baurechtlich immer hundertprozentig dicht. Ne, das geht einfach nicht. Ne, so. Das ist eben jetzt die Geschichte. Deswegen war das in dem Originalbauantrag nicht drin, weil sich das mehr oder weniger so ergeben hat. Daraus folgt letzten Endes auch die Baubeginnanzeige. Haben auch viele geschrieben, warum ich die denn noch nicht gestellt hätte. Ganz einfach, ich habe mich an der Stelle auch an das Verfahren gehalten und das auch mit dem Bauern abgestimmt. Jetzt haben wir ja vor 2 Jahren die Baugenehmigung bekommen. So, nachdem die Baugenehmigung da liegt, kannst du praktisch dann einen Statiker ranholen und kannst praktisch alle Daten sammeln für die Baubeginnanzeige. Das ist dann also die Statik, energetischer Nachweis, was weiß ich, ne, so ein paar Geschichten noch. Ne? Und das brauchst du alles für die Baubeginnanzeige. Da musst du einen Bauherren, eine verantwortliche Person benennen und so weiter. Jedenfalls dann kriegst du auch erst diesen roten Punkt, ne, weil du brauchst ja alles dafür. Aber solange du eben die Baubeginnanzeige nicht stellst, hast du zwar eine Baugenehmigung, aber noch keine offizielle Baustelle, weil du ja noch Arbeiten machst, für die du keine Genehmigung brauchst. So war ja die Idee.
Und die Baubeginnanzeige, die muss man, wenn man die gestellt hat, die muss man natürlich stellen, bevor man anfängt. In diesem Fall mit unserem Dach. Bevor wir mit dem Dach anfangen, muss die Baubeginnanzeige gestellt werden. In einer gewissen Frist, ich glaube 2 Wochen oder so vorher. Aber wenn die Baubeginnanzeige einmal gestellt ist, dann müssen die Bauarbeiten auch innerhalb von 3 Monaten beginnen. Und sie dürfen danach nie wieder länger als 3 Monate ruhen. Ganz wichtig. So, und das ist der Punkt. Und das habe ich damals abgeklärt und habe gesagt, Freunde, wir sind ja noch nicht beim Dach. Wir sind ja noch hier unten da gegangen. Ne? Das dauert noch, bis wir mit dem Dach anfangen. Soll ich schon eine Baubeginnanzeige stellen? Und da hat das Bauamt und auch der Architekt alle haben gesagt, nein, keine Baubeginnanzeige, die bitte erst stellen, wenn du mit dem Dach anfängst. So, wahrscheinlich auch da haben die sich nicht gedacht, dass das noch über 2 Jahre dauert. Der Bauantrag bzw. die Baugenehmigung, die ist 3 Jahre gültig. Das heißt, das ist jetzt 2 Jahre her, ne? Also die Baugenehmigung ist immer noch gültig und die Baubeginnanzeige habe ich noch nicht gestellt, weil wir immer noch nicht beim Dach angefangen haben. Ich habe mich da nur an das Prozedere gehalten, weil andersrum können Sie die auch wieder ein Stück draus drehen. Wenn ich jetzt die Baubeginnanzeige stellen würde, fange aber nicht beim Dach an, dann können Sie wieder sagen, war auch wieder falsch, ja? Weil du hast zwar jetzt die Baubeginnanzeige, aber keiner fängt beim Dach an. Ja, schöner Mist. Also das ist so eine Sache, wo man sagen muss, das kannst du eigentlich jetzt aus der Perspektive gar nicht richtig machen. Stellst du die Baubeginnanzeige sofort, ist es falsch. Stellst du sie später, ist es auch falsch. In diesem Fall jetzt, weil Sie eben einen statischen Nachweis sehen wollen, den liefere ich aber erst mit der Baubeginnanzeige. Ja, so, alles klar. Hätte man vielleicht drüber reden können, wieder der Punkt, Diskussion, ja, hätte man drüber reden können, dass ich den statischen Nachweis vorher liefere, naja, wie auch immer, ne? Weil wie gesagt, den habe ich auch schon seit 2 Jahren auf dem Rechner, ne? Wie auch immer. So, das jedenfalls zur Baubeginnanzeige, da habe ich keinen Fehler gemacht, sondern das ist einfach wieder, ja, so ein bisschen in den Dialogen vielleicht verschwunden. So, übrigens, Denkmalschutz, habe ich immer wieder gelesen, haben wir hier nicht, um Gottes Willen. Kein Denkmalschutz auf diesem Gebäude. Einziges Problem ist eben Landschaftsschutzgebiet, Außenbereich, Paragraph 35 und so. Aber ansonsten keine Sorgen. BG Bau war auch noch eine Frage. BG Bau, ja natürlich, die BG Bau ist ja ein paralleles Thema. Das hat mit dem Bauamt nichts zu tun. Die BG Bau, da bin ich gemeldet, da ist auch die Baustelle gemeldet. Und jeder Helfer, der hier arbeitet, ich hatte ja im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr immer wieder Helfer hier, da werden immer die Stunden werden an die BG Bau gemeldet, damit das auch entsprechend versichert ist. Da zahle ich jedes Jahr dann gewisse Beiträge für. Das ist praktisch unabhängig von dem Bauantrag und so weiter. Sobald du eine Baustelle hast, musst du das der BG Bau melden, selbst wenn du nur irgendwo ein Fenster neu einbaust. Also ist auch wieder so ein Ding. Ne? So, aber das ist vielleicht auch noch ein etwas anderes Thema. Und wo sich auch viele darüber aufgeregt haben, dass die hier sozusagen einfach so die Baustelle betreten haben, lese ich relativ häufig. Da reg ich mich ja schon gar nicht mehr drüber auf. Aber das dürfen die tatsächlich. Steht im Paragraphen drin, die dürfen im Ausübung ihrer Pflicht, dürfen die eine Baustelle ohne das vorher Bescheid zu sagen, einfach so betreten. Also, wie cool das ist, da bin ich eurer Meinung. Ich finde das auch nicht cool. Ich fände es auch schöner, wenn ich zumindest Bescheid wüsste, wenn Leute hier auf meinem Grundstück rumlungern und was die so vorhaben. Aber gut, ne, das ist halt das Ding. Sie dürfen es rechtlich, von daher macht es auch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Könnte man vielleicht mal erwähnen, dass sie beim nächsten Mal Bescheid sagen, dass ich dann auch dabei wäre. Ne, so. So, und dann, letztes Mal war ich wohl ein bisschen zu nett, ne? Ich habe ja nur darauf aufgefordert, dass ich gesagt habe, bitte nicht die Leute auf dem Bauamt beleidigen, die machen nur ihren Job und ich finde es nicht gut, wenn man die nicht kennt, dass man die beleidigt, habe ich ja letztes Mal geschrieben, weil das im ersten Video dann doch ein bisschen, zum Teil da sehr hart drauf rumgeritten wurde, die hätten alle keine Ahnung und die sollen sich mal einen richtigen Job suchen und so, das muss ja nicht sein. Ich finde auch, das Baurecht und Bauamt und diese ganzen Behördenkram ist nicht mein Ding, bin ich auch nicht so für und da muss man sich auch echt hart dran gewöhnen, ja? Bei diesen ganzen Kram, ja, und Formulierungen, aber man schimpft nicht die Menschen direkt an, weil die können da am Ende auch nichts für, ne, um Himmels Willen. Allerdings, wenn du mich jetzt fragst, was ich persönlich jetzt so, wenn man auch mal ein bisschen länger drüber nachgedacht hat, jetzt sind ja auch ein paar Tage oder Wochen ins Land gegangen, wo ich mir das alles mal so überlegen konnte, was mich persönlich aufregt, wenn du mich danach fragen würdest. So, das ist eine Sache, Kommunikation natürlich, ja, und ich hatte ja im letzten Mal geschildert, dass die ja schon dabei waren, als wir hier die Giebelwand abgerissen haben und dass sie da schon gesagt haben, Alter, wir müssen diese Baustelle stilllegen, der Typ reißt die halbe Hütte ab und haben da ja noch drüber weggesehen. Aber zu dem Zeitpunkt haben die ja mein Haus schon besichtigt, ganz offensichtlich. Und so, das ist jetzt 2 Jahre her. Vor 2 Jahren, da ist das hier drin, was ihr seht, das war alles schon fertig. Hier ist eine Bodenplatte drin, die Schwellen sind unterfangen, ja. Das war alles schon vor 2 Jahren, das heißt, das hätten die vor 2 Jahren schon sehen können, dass ich hier ja die Schwellen offensichtlich neu unterfangen habe, ohne dass es dafür einen Bauantrag gab, den sie jetzt hier haben wollen. So, und jetzt haben sie 2 Jahre gewartet, das hat jetzt 2 Jahre lang keinen interessiert, ne, dass wir hier Bodenplatte und Schwellenunterfangung neu gemacht haben. Und jetzt auf einmal ist es wichtig und jetzt ist es vor allen Dingen so wichtig, dass sie mir die Baustelle von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung stilllegen.
das ist so ein bisschen, wo ich sage, da hätte man vielleicht mal drüber reden können, wenn wir doch schon, und ich habe in der Zwischenzeit, nachdem wir an der Giebelwand gearbeitet haben, ja auch mehrfach das Bauamt noch angeschrieben und habe denen gesagt, wir machen hier weiter mit den anderen Geschichten, ist das okay? Und da war einfach nur, ja, ja, alles klar, fahren Sie fort. Und da hätte man ja auch mal fallen lassen können, hören Sie mal, uns ist aufgefallen, dass Sie da eine Bodenplatte reingebaut haben und dass Sie da die Schwellen unterfangen haben, reichen Sie da mal noch eine Änderung oder einen Nachtrag zum Bauantrag zu ein, ansonsten legen wir Ihnen die Baustelle still. Das wäre ein Vorgehen gewesen, was ich verstehen würde. Da hat jetzt aber keiner drüber gesprochen, das haben Sie jetzt 2 Jahre lang ins Land laufen lassen und jetzt auf einmal heißt es, bumm, Baustelle stilllegen, jetzt geht's erst weiter, wenn das alles cool ist. Also, das ist so... Letztes Video habe ich ja gesagt, ich verstehe, dass ich das noch mit eintragen muss, dass Sie dafür noch was sehen wollen. Ist okay, da gehe ich mit d'accord, das ist halt Baurecht, ja. Wenn Sie das unbedingt haben wollen, kriegen Sie das. Aber eben die Vorgehensweise, das sich 2 Jahre lang anzugucken, ohne irgendwas zu sagen und dann eben direkten Baustopp mit Strafe und allem Pipapo, das finde ich nicht cool. Ne? Also das wäre jetzt so meine Sicht der Dinge, wie ich das jetzt etwas bemängeln würde, dieses Vorgehen. Aber ansonsten bleibe ich aber dabei, dass die Kommunikation schon relativ gut ist und ich auch sehr glücklich bin, weil was ich eingangs schon meinte mit diesem Außenbereich, Bauen im Außenbereich und privilegiertes Bauen hast du nicht und du darfst nichts ändern und eben auch die Auslegung eines Ersatzneubaus, ne, das kann man nämlich auch an den Geldbeträgen, kann man das auch noch festmachen. Man kann jetzt sagen, Moment mal, du hast aber mehr reingesteckt in das Haus, als das Haus eigentlich wert gewesen wäre. Bei diesem Haus, da es ja echt im schlechten Zustand war, kann man das sehr einfach vielleicht sogar ausrechnen, vor allen Dingen, weil die Dachsanierung ja auch sehr teuer sein wird. Da kann man das dann auch als Ersatzneubau gelten machen, wenn man das will, ne? Auch wenn das Haus so bleibt, wie es ist, einfach nur, weil man da unfassbar viel Geld rein investiert. Also da gibt es eine Menge Stricke, die mir das Bauamt noch um den Hals hängen könnte, wenn sie es denn wollten. Also, und da bin ich eben sehr glücklich, dass wir uns da zumindest einig sind, dass die verstanden haben, ich will dieses Haus wirklich nur wieder aufbauen. Ich will hier keine Stadtvilla hinsetzen oder sonst irgendwas, sondern ich will es nur aufbauen und wieder genauso haben, wie es vorher war. Und es ist eben sehr aufwendig, weil es halt sehr schlechten Zustand hatte. Und das haben die aber verstanden, dadurch, dass jetzt hier waren und so weiter. Und deswegen bin ich da auch sehr glücklich mit. Ne? Und ich bin einfach nur froh, wenn das jetzt ein paar Wochen dauert, ist das halt so. Und wenn es dann aber weitergeht und ich danach meine Ruhe habe, dann bin ich halt einfach nur froh. Das ist so ein bisschen der Standpunkt. Man hängt halt in dem System drin. Was willst du machen? Jetzt hier den großen Revoluzer raushängen lassen? Das bringt mich auch nicht weiter. Ja? So. Das jedenfalls erstmal hier als kleines Update und so ein bisschen vielleicht über das Bauen in Deutschland. Ist schon fast ein eigenes Video mal wieder auf meinem Hauptkanal wert, wa? Also Baurecht und so, das ist wirklich, da kannst du Geschichten erzählen. Aber das kann jeder, der eine Baustelle mit Bauantrag und so weiter, der kann euch fast die gleichen Geschichten erzählen wie ich. Das ist halt mehr oder weniger immer so. Wenn du in Deutschland was bauen willst, dann ist halt so eine Baubehörde oft eine Bauverhinderungsbehörde und die machen es dir schon gerne mal so ein bisschen schwerer, ob bewusst oder unbewusst, das sei denn mal dahingestellt. Ne? Aber die müssen sich halt auch an die Gesetze halten und die Gesetze sind eben auch nicht so einfach. Naja, wie dem auch sei. So, ich würde sagen, das war's für heute. Wir schauen mal, wie es in der nächsten Woche, ob es noch was Neues gibt, wenn ich mal nachfrage beim Bauamt, ob die gleich wieder auflegen oder ob ich dann da irgendwas hier hinkriege, dass ich hier wenigstens wieder so ein bisschen weitermachen kann. Und da würde ich sagen, an der Stelle danke ich euch wie immer fürs Zuschauen, für eure Geduld, dass es hier im Moment Vlog technisch nicht weitergeht, aber es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Vielleicht hat ihr den einen oder anderen Vorschlag, wir können mal wieder Livestream machen vielleicht oder so, keine Ahnung, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ich euch vielleicht stattdessen mal noch liefern könnte, was euch interessieren könnte, was man mit der Zeit jetzt anfangen könnte. Das schauen wir mal. Und würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde. Schönes Wochenende noch und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.